Mit lautem Kanonendonner ist am Donnerstag das 17. Altstadtkulturfest in Korbach eröffnet worden. Dank des sommerlichen Wetters strömten bereits an diesem Abend Tausende von Besuchern durch die Straßen. Auf 5 Bühnen wird 4 Tage lang wieder ein rappelvolles Programm, bestehend aus Musik für jeden Geschmack, Tanz, Kinderprogramm und Comedy präsentiert. Und es ging gleich voll zur Sache. Auf der Freilichtbühne amüsierten sich 650 Besucher köstlich über den Dreifach-Comedy-Spaß von Jürgen Bangert. Ich bin stinksauer auf dich. Mein lieber Jürgen, wir hatten eine ganz klare Abmachung für unser Spiel. Lisa Feller. Richtig schlimm krank, also erkältet natürlich. Und es ist wirklich mein Mann. Und Dave Davis. Junge, Korbach gefällt mir. Das ist so idyllisch. Wirklich auf dem Weg hier habe ich Kühe gesehen. Ja. Und auch musikalisch gab es ein haptisches Erlebnis für alle Falco-Fans. Die Jenaer Combo Falco The Show mit Frontman Hans-Peter Gill interpretierte den 1998 verstorbenen Popstar erstklassig. Dieser erste Abend war ein Auftakt nach Maß und das Altstadtkulturfest ist noch lang.